Wir kommen nun zur Stimmtonbeteiligung, zur Sonorità. Auch der Unterschied zwischen stimmhaft und stimmlos, sordo, stimmlos, sonoro, stimmhaft, ist im Italienischen fast immer bedeutungsunterscheidend, also phonologisch relevant. Denken Sie nur an Worte wie gallo oder callo, gara, cara, stanga und stanca, gina und cina, frangia, francia, denti, tenti, quando, quanto, balla, palla, bere, pere, inverno, inferno, va und fa. Sonoro bzw. sordo oder besser noch non sonoro sind die entsprechenden Ausdrücke im Italienischen, also für stimmhaft und stimmlos. Die Sonorità, die Stimmhaftigkeit gewisser Konsonanten muss bewusst gemacht werden. Das heißt, wir müssen die Stimmtonbeteiligung gewährleisten. Wie kontrollieren wir das? Erstens, Sie legen die Hand auf den Kehlkopf und sprechen zum Beispiel M, N, B, D, J und spüren dabei die Vibrationen. Oder Sie halten beide Ohren mit den Händen zu und sprechen ebenfalls wieder diese stimmhaften Konsonanten. Lassen Sie sie anschwingen, bis der Kopf summt. Oder Sie legen sich eine Hand auf den Scheitel und machen das gleiche wie bei 2. Sprechen Sie die einzelnen Laute und legen Sie die Hand auf den Kehlkopf. Gina, Frangia, Bambina, Bambola, Duro. Hingegen haben wir Cina, Francia, Pomata, Turco. Da bewegt sich nichts. Diese Übungen sind für uns, die wir muttersprachlich Deutsche sind, besonders wichtig. Die Frage, schreibt man das mit hartem oder weichem B, vor allem bei Eigennamen wie Burgstaller, Bachleitner oder Dober, würde ein Italiener nicht stellen, da er den Unterschied hört. Bernini oder Bernini, Bologna oder Polonia, Danzi oder Danzi sind durch die klar zu hörende Stimmhaftigkeit bzw. Stimmlosigkeit eindeutig zuzuordnen und werden daher auch sofort richtig geschrieben. Das Problem bezüglich der auslautenden DT wie Hand, Kind, Hund, Hund und Ähnlichem im Deutschen wird durch Pluralbildung, Abwandlung oder Hinweis auf andere Wortarten gelöst. Wenn ich weiß, dass der Plural von Kind Kinder ist, weiß ich, dass ich auch das Kind mit einem weichen D schreiben muss. Bei Sand tue ich mir etwas schwerer, dann nehme ich vielleicht Versanden und dann höre ich auch wieder, dass das Sand mit einem weichen D endet. Ein Italiener hat wahrscheinlich gar kein Problem damit, sobald er diese Worte geschrieben sieht, da er sie automatisch mit dem seiner Meinung nach richtigen Laut ausspricht, was ihn sofort als Italiener hörbar macht. So spricht er etwa Hund ohne H, dafür mit sehr stimmhaftem und daher übertriebenem D, das etwa so klingt. Und Kinder.